Guten Morgen, gut, habe ich nur nicht gegen den Stuhl laufen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play My Time mit Porsche. Portia, Porti? Hier, Peabody. Portal ohne Biohazard. Wir haben immer noch was vor. Innerhalb von 2 Tagen. Oh, das wird knapp. Was machen wir denn jetzt, wenn wir auf unseren Kochtopf noch warten müssen? Die Fäden können wir zu McDonald's schaffen. Ja, ist okay, aber... Alles überhaupt der. Heusachen gilt immer. Ein paar neue Tiff-Tipps und so. Mit den beiden Heinis kämpfen machen wir jetzt nicht, weil Gefahr und so. Emily, wie geht es dir? Hi, Schnuckelchen. Wir sind auf dem Hof. Können wir nicht einfach hier? Wieso sind wir hier auf einmal? Du willst mich nicht schlagen, das spricht für dich. Hey! Da rennt ein Fremder in unserem Kampf. Na Martha, jubelst du mit? Ach, du jubelst wohl für sie, weil du so ständig verlierst gegen mich, was? Ach, sie mag mich gleich noch ein bisschen mehr. Hat nicht viel Geld, aber hey. Das ist es nicht, was zählt. Sie gibt sich Mühe, allein das ist wichtig. Aufwachen, Kumpel. Du willst ein Bauer sein. Der als letzter aufwacht hier. Ah, das geht ja gut los. Bürger. Mhm. Ja, das war ja klar. Schöne Häuser haben die hier alle schon, nur ich nicht. Zeit für ein Upgrade. Könnt ihr gleich mal gucken, was das kostet. Nein, jetzt ist... Wir konzentrieren uns jetzt auf eine Aufgabe und machen die. Nicht immer schon 10 Schritte vor dem zweiten. Was machst du hier draußen? Oh, hey there, Builder. I was just about to ask you something. You see, being an entrepreneur, I was running a service to rent out my animals for riding. But a month before you came, a storm blew through here and damaged my stable. Higgins won't touch a job like that, since it's too small for his ego. Mhm, kann ich verstehen. I was hoping you could give me a hand. Na klar. Great! It's the stable in the corner over there. Just patch it up whenever you can. Mama. Hey! Tolle Arbeit, du bist ein sehr zuverlässiger Handwerker. Wir reden hier von Fäden und ich krieg 355 Gold für den Schwachsinn. Hartholzdiele und Eisenbahn. Das ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Aber hey, für unseren Nachbarn, den Viehwirt. Man weiß ja nie, wann ich mal was kaufe und so, ne? So funktioniert Korruption und Lobbyismus. Gnadenlos das System ausnutzen. Haben wir nicht gerade keine Eisenbahn mehr und auch nicht in der Produktion, nehme ich an. Ne? Ja. Achso, ein Aufwertungsset wollte ich auch noch holen. Ne? Und dann gehen uns bald die Discs aus, aber okay. Das ist dann eben Pech gehabt. Großes, großes Pech. Natürlich prompt eben zu viel, ne? Zu wenig. Gut, lassen wir das mal für den Moment. Brauchen wir noch Eisen morgen, sehr fürchterlich. Haben wir überhaupt noch Eisen? Also Roheisen? Bisschen. Dann Kupfer, warum haben wir die eigentlich hergestellt? Weil wir irgendwas anderes brauchten. Iron Pan haben wir, Marble Plan. Ja, können wir jetzt auch mal. Der hier abbrechen, danke. Und jetzt machst du Eisen, bis der Arzt kommt. Was soll eine Weile zu tun?
Oh, auftanken wäre nicht schlecht. Ich brauche dringend noch so ein Ding. Bronzeplatten ohne Ende. Na klar. Was habe ich gesagt? Wie viele? Ich habe ihn hingeguckt. 5. Ich vermute mal, die kriegen wir jetzt gerade nicht so nebenbei. Weil uns das Bronze fehlt. Egal, Bronze können wir hier herstellen. In irgendeinem derer. Das ist beliebig egal. Aufrüstungsset brauchten wir wofür? Um was die Spitz, den, ja. Ihr seht schon, ich bin heute wirklich gut drauf. Richtig gut drauf. Es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, aber hey. Sonja haben wir auch schon wieder einen Tag lang nicht verprügelt. Melly. Alice, ja, ich kann mir deinen Namen nicht merken, du bist halt so unscheinbar. Jetzt haben wir, ja, du kannst mir Blumen verkaufen, ist okay. Dann trainieren wir mal eine Runde. Bist du auch schon Level 10? Nein, immer noch Level 9. Du musst mehr trainieren, meine Kleine. Viel mehr. Du wirst nichts im Kampfkunst trainieren. Kamehame und so. Zug plus 1. Apfel, Gold, danke. Und sie geht weiter arbeiten. Ach, herrlich. Wollen wir mal trainieren? Ich glaube gegen Pauli. Oh so, den trainieren wir nochmal. Den Kollegen haben wir auch schon verprügelt. Danke. Martha. Hi. I'm looking forward to the transportation system. I hope more people will show up to my bakery when it's done. Ah, die ist kein Gegner, da kann ich erstmal einen Kaffee trinken hier. Gut, das Cappuccino. Mach mir so ein Gebläse, kriegst du nicht drüber. Flawless Victory. Deine Seele ist mein. Ach, nächstes Mal Mortal Kombat, Entschuldigung. Muss Syphilis bekämpfen gehen? Nicht im Moment, ne? Übrigens, willst du auch nochmal einen auf die Fresse? Was zum Geier ist denn das? Ach, das Kampfturnier wurde hier aufgebaut, oder was? Klar noch. Der da ist wann? Wir haben eigentlich anderes zu tun, aber hey. Mann, das sind ja halbe Cell-Spiele hier. I approve, I approve. Nein, wir werden nicht Bäume fällen. Wir werden erst... upgraden und dann... Da läuft schon Emily. Macht die da? Mädel, Mädel, Mädel. So, warte jetzt, ich habe zu tun. Gib mich mal meinen Eisenachs. Braucht noch einen Eisenbau. Na klar. Ach. Den haben wir ja gerade zufälligerweise. Als ob ich das vorbereitet hätte. Mann, Mann, Mann. 12 XP. Die Produktion einer kompletten neuen Axtgeneration. Nun gut. Das ist ja keiner Wunder, dass ich hier die Landschaft auseinandernehme. Bäume um. Kriege ich da 100 Punkte pro Schlag? Heiliger Strohsack. Königlicher Honig. Hm.
Wer weiß, was ich hier schon bald kochen kann. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir Holz brauchen, werden wir in nächster Zeit damit also kein Problem mehr haben. So können wir an einem Tag Holz und Steine ernten gehen, irgendwas produzieren, am nächsten unterwegs quasseln. Ach, das ist auch ein beruhigtes Leben. Arbeitet. Man hat gar kein Problem damit, eine 7-Tage-Woche zu haben, wenn man eh bloß alle 2 Tage arbeitet, oder? Manche wollen ja unbedingt das freie Wochenende und so, als Status quo, der nie gewesen ist übrigens. Kann ich übrigens auch nachvollziehen, irgendwann hat man nochmal die Schnauze voll. Frage ist, warum studiert man dann Lehramt, wenn man das Wochenende frei haben will? Weil es geht. Wer was anderes behauptet, lügt. Punkt. Lehrer, die hinstellen und sagen, ich muss jedes Wochenende, dann machst du irgendwas falsch. Ich würde ja unter der Woche arbeiten, wenn du nicht 5 Tage die Woche von früh bis spät unterrichtest, und das tust du mit Sicherheit, ne? Und die Vorbereitung machst du ja nicht bloß für eine Stunde einzeln. Also manchmal denke ich mir, was da gejammert wird. 30 Jahre im Beruf, das merkt man denen auch an, wenn die unterrichten, aber dann so tun, als ob sie hier... Naja. Jedem das seine. Ich schätze mal, den kann ich nicht mehr fällen. Ja, war klar. Ich brauche Früchte. Wo ist der Eingang? Treten, treten, treten. Das sogenannte Tretobst. Kennt man ja. Hat immer mal aufgepasst, wie viel Holz ich im Inventar habe. Jetzt die letzten Sekunden Zeit, um zu wetten, wie viel Holz habe ich gerade im Inventar. Hartholz plus 10, heiliger Strohsack. 71, das ist nicht viel, aber Hartholz jede Menge bei den Großen. Auch interessant. Kriegt eigentlich mehr Holz mit den größeren Werkzeugen? Wahrscheinlich nicht. Ist denn hier bei euch eigentlich der Eingang, sag ich mal. Ich sehe den Zaun, aber nicht das Tor. Auch nicht schlecht. Da vorne. Weil ich blind bin. Wie konnte ich nur das Tor nicht finden? Portia Treeform, ich komme erstmal mit der Axt rein, ja. Hallo Leute, wie geht's euch? Und zu allem Überfluss kann ich hier tatsächlich Holz abbauen. Wow. Die wissen wohl nicht, mit wem sie es hier zu tun haben, was? Adit, möchtest du auch einen mit der Axt, oder warum guckst du mich an? Hey, ich soll die Töftöfts bauen. Keine Beschwerden, ja, sonst gibt's Ärger. Okay, jetzt wird's spannend. Welches Haus wird dieser Baum jetzt wohl umreißen? Das nenne ich mal interessanter Verfall. Okay, der ist wohl doch etwas zu groß. Was gibt's hier? Wieso ist die Baumschule eigentlich noch geschlossen? Also, ganz realistisch fragen. Mann, hier ist ja... Gibt Häuser, die sind auch nicht besser als meine. Das Fischgemälde. Also, ich würde mir ja vieles aufhängen, aber ein Bild vom Fisch nehmen. Und nein, ich habe nicht ein einziges Bild hier hängen. Nur mal so nebenbei. Auch keine Poster oder sowas. Habe ich als Kind mal gehabt. Frage an euch in die Kommentare. Was habt ihr als Kind oder habt ihr im Moment in euren Zimmern hängen an Bildern und Postern? Ganz ernst gemeint, würde mich jetzt mal interessieren. Was haben Menschen, die sich sowas hier anschauen, in ihren Zimmern hängen? Was soll das heißen, die sich sowas anschauen? Bin doch nicht debil. Naja, du guckst X10, also... Muss man sich selber fragen, ob man sich da nicht merkwürdig... Aber es gibt ja auch Leute, die gucken krank, insofern. Und dagegen gibt es auch kein Gesetz, das möchte ich an der Stelle festhalten, ne? Du schon wieder, geh weg. Der geht mit seinen Pferden sehr merkwürdige Wege. Das war mein Handy, das habe ich gehört diesmal. Hey, Ginger.
Und die heißt auch so, ne? Hi. Hallo. Trainieren kannst du nicht, du bist ein bisschen schwächlich, ich verstehe. Papa has been very excited about the new transportation system. He said I would be able to take it to go further than just walking. I can't wait to try it out. Und welche Autoimmunerkrankung wird die haben? Bye. Dass die nicht einmal die Kraft hat für Schere, Stein, Papier. Waren wir eigentlich schon mal abends in der Kneipe? Na, Sonja, wie jetzt? Hi! Howdy do! How did the mayor save up so much money for a transport system? Haben wir irgendwas, was wir dir schenken können? Not bad. Points for trying. Naja, gut. Das Versuch war's wert. Billige Limo. Babymilchpulver. Mhm. Was man hier machen muss, Frauen bekochen, ein Zimmer anbieten, Bett. Hi. Ich kann mit dem nicht trainieren, das finde ich jetzt irgendwie diskriminierend. Haltet ihr mich etwa für zu schwach? Verstehe ich gar nicht. Kann ich nicht verstehen. Wir machen noch einen Tag, nur die Aufnahme eben etwas länger. So, das dauert eh alles noch ein bisschen, ne? Ja. Songs und Platten auch abgeschlossen. Brauchten wir die? Ich habe keine Ahnung. Dann machen wir halt noch ein paar. Gehen schlafen. Gucken, ob wir unsere Dings da kriegen. In der nächsten Folge ist dann wahrscheinlich das Kampfturnier. Aber das ziehen wir jetzt hier durch. Schlafen gehen. Hör mal, wie müde ich bin, Jake, aber den ganzen Tag so hart arbeitet wie wir hier. Raus aus den Federn, wir haben viel zu tun. Steht die Waschmaschine in der Ecke, sieht auch schön aus. Kannst kaum erwarten, das Haus auszubauen. Das wird Spaß machen. Was? 33 Minuten, wow. Gleich noch hin. Weiß nicht wofür, keine Ahnung. Hartholz, den bräuchte man eigentlich auch, aber... Nein, das wollte ich nicht. Da wollte ich. Achso, die Eisenbahn hatten wir jetzt, ne, für unsere Mission zum Dings da. Jawohl, ja, das bringt was. Mehr Bonuspunkte beim Kämpfen. Also, wir brauchen jetzt die 5 Hartholz-Tielen. Die haben wir gerade, ne, die haben mich an. Ja, mit Sicherheit nicht haben. Warum auch? Wir haben eine. Das ist jetzt so viel nicht, möchte ich festhalten. Dann Abbruch und Hartholz-Dielen. 5. Los geht das. Oh. Da! So, was machen wir? Holzhacken. Uns nützlich. Jetzt, wo wir es können, machen wir es. Ja, es reicht noch nicht mit einem Schlag, okay. Habt ihr es gehört? Cheep, cheep. Irgendwelche kleinen Piepmetze habe ich gerade zum Waisen gemacht. Eine Frau zur Witwe oder so. Herr und Frau Vogel. Tut mir aufrichtig leid, seht ihr? Oh, cheep, cheep, cheep. Wie süß. Ich drehe nochmal den Baumstumpf, vielleicht kommt ja was runter. Und es kommt auch noch was runter. Schön zu wissen. So, mein Freund. Wir haben schon länger ein Problem miteinander. Jetzt klären wir das hier. Gut, dass ich das nicht mehr auf den Lautsprechern habe. Die Nachbarn würden sich ja sonst was denken. Gut, jetzt hören sie eine Stimme, die an sich für sich vor sich hin murmelt. Auch nie besser. Ja, wir haben genug, um weitere Pflanzkübel zu machen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben aber das Gelände nicht. Und 15.000 Gold haben wir jetzt in nächster Zeit auch nicht. Müssen wir warten, was wir Ende des Monats kriegen für unsere tolle, fleißige Arbeit. Unsere Töff-Töffs und so weiter. Aber erstmal brauchen wir den Kocherplatte. Und das heißt, noch einen Tag warten. Jetzt brauchen wir bloß noch einmal die Woche Holz hacken gehen und sowas.
Einziges Problem ist halt Blei und so. Das, ja. Das haben wir natürlich nicht in den Maßen, wie wir es uns das wünschen oder mengen. Aber man kann ja auch nicht immer alles haben. Und gerade Eisen müssen wir dann halt kaufen jedes Mal. Ich würde sagen, ist da ein Turnier. Mal gucken. Es wird schon wieder ein enges, enger Wochenplan hier nebenbei. Hi Emily, ich bin gleich bei dir. Ich weiß, du willst nichts von mir, aber du weißt nur nicht, dass du was von mir willst. Gar nicht weißt du, was du von mir willst, aber ich werde dir das schon erklären mit der Zeit. Mein Appetitproblem. Bist du schwanger? Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwie geschlafen beim Melonenessen? Oder war da K.O.-Tropfen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Kam mir echt so merkwürdig vor. Es gibt ja Leute, die würden sich an der Stelle aufhören. Seine Frau. Ja, und weiter. Meint ihr, Verbrechen geht nur in eine Richtung? Dann solltet ihr euch nochmal genau überlegen, mit wem ihr hier gerade redet. Nämlich mit niemandem, offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Anzeige da oben, wo man sie sieht? Bum, 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 bum. 10 Marmor. Nur kein Eisen. Eine Millimeter wieder daneben, der Pixel. Kleine Großen, bringen mehr. Ach, was rede ich denn da? Kleinvieh macht auch Mist. Das ist schon irgendwie jetzt mit verbessertem Werkzeug durchaus eine ganze Nummer freudig. Ich sage ja, mit der Zeit kommt man vorwärts. Wir werden uns trotzdem nicht hier irgendwie bemühen, mit Gewalt schnell vorwärts zu kommen und Fabriken aufzubauen. Am besten Geier was, das ist mir alles. Und ja, natürlich würde es Sinn machen, Fabriken aufzubauen, aber wir haben ja keine automatischen Verkaufsstationen hier oder so. Schade, schade eigentlich. Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir tatsächlich die Energie schneller verbraten können, als es notwendig wäre. Kohle, 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 bald. Wir können ein paar Steindingsterbumster bauen, damit mal der Steinvorrat ein bisschen kleiner wird. Den werden wir ja in den Massen, glaube ich, bald nicht mehr brauchen. Mal schauen. Mal schauen. Uhr. Wir haben mit Sonja heute noch nicht geredet. Gestern glaube ich auch nicht. Er wird ganz vereinsamen ohne uns. Was? Immer dieser Kronk-Niveau-Humor hier. Lieber Kronk, so war es nicht gemeint. Oder doch? Den Stein lassen wir jetzt alleine hier stehen in der Landschaft. Soll sich fortpflanzen. Füllt mein Inventar schon lieber? Muss ich schon wieder erweitern? Nee. Gut. Fehlt noch eine, geht klar. Also tatsächlich, irgendwann brauchen wir es ja, aber mich stört auch, dass man nicht mehrere Dinge hintereinander eingeben kann. Andererseits sollte ich mich die beschweren, weil ich muss ja nicht vor der Maschine stehen, wie bei Graveyard Keeper und blub 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 machen. Denn hier gibt es keine Zombies, also das muss man schon mal berücksichtigen, ne? Schleifsäge. Okay, die werden wir schon mal nicht vernichten, die Blutsteine. Die brauchen wir also offensichtlich. Ja, wir brauchen eindeutig Leder. Gut, das war das kleine Anauftrag, können wir machen. Essentieller Teil des Mixers, ich frage gar nicht erst. Kupfersprudel. Viele mechanische Gegenstände, interessant. Sprinkler. Das ist zwar schön, aber ich weiß gar nicht, wofür das gut ist. Verkaufspreis 6.
Mal 10. Vielleicht noch Schießpulver, das wir nicht haben. Ja, komm. Spaß und Freude mal ihn machen. Carbonstahl für einen Topf. Ist es ein Carbonstahl-Blumentopf? 2 Marmor und 20 Steine. Was kostet der Steinhocker? 10 Steine. Sind ja allein schon 14, wenn ich 2 baue. Das heißt, der Marmor ist plus 9 wert, ja? Für 2. Mhm. Können wir brauchen, fertig. Oh. Gestärktes Glas. Wo kriegen wir das denn her? Einfacher Ofen. Mhm. Wieso soll ich einen Wassereimer aus Eisenbarren bauen? Gesundheit bis 2 ist nicht wert. Wieso brauche ich einen Silik? Ja, ein bisschen Spiel, meinetwegen nicht. Einfacher Schreibtisch. Gesundheit plus 8. Holzbretter 2. Im Ernst? Was das hier alles dauert? Kann der Tag bitte jetzt vorbeigehen? Was ist das überhaupt für ein Wochentag? Morgen ist Kampfturnier, das war ja klar. Das heißt, dann haben wir noch einen Tag. Mhm. Das ist nicht schön, möchte ich mal so festhalten. Es wird ja alles sehr knapp hier. Sehr, sehr knapp. Sehr, 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 sehr knapp. Möchte ich mal so festhalten auf. Gut, das wird uns schon irgendwie gelingen. Denke ich. Hoffe ich. Gehen wir schlafen. Knapper geht's nicht mehr, wa? So viel freie Fläche auf einmal. Gut, dann noch Ressourcen wegschaffen und dann. Können wir mal ein bisschen mehr davon herstellen? Ist ja nicht so, als ob uns jetzt Holz mangeln würde, danke. Materialien ist das nicht, das nicht, das ist alles keine Materialien. Das sind die Hartholzdielen. Sieht nicht so aus, also weiter. Holz und Gedöns, geht klar. Da ist ja schon wieder. Na, kann ich mal bitte meine. Einmal Federn. Einmal Federn, Dankeschön. Eins, zwei. Diesmal habe ich das Herz nicht vergessen. 4, 5. Das nicht. Das da. Mal jetzt Erde. Sand, das, das, das. Und weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. Wie viel brauche ich noch? Für, oh Gott. Bin ich da irgendwo welche drin? Warum nicht? Nein, ich drücke nicht auf Sortieren. Jo, verrückt bin ich denn auch, wenn nicht. Du musst auch nicht darum hängen. Sortieren mit rein, du auch. Sortieren. Danke. Pflanzen hinterschaffen, Honigzeug und so weg.
Das ist königlich Honig, kann niemand rein. Das ist hier und das kann hier mit rein. Kokons auch, weil ich ein netter Mensch bin. Nahkampfschaden plus 100. Wir nehmen sie mal mit jetzt hier. Das habe ich schon anzufallen. Pigmente ist eigentlich Stoffe und Co. Später. So, und jetzt hier rein. Wenn die Feder nicht. Anglerkiste. Nahrungskiste kommen wir gleich noch. Gut, dass wir dann Essen machen können, weil wir ja schon ein bisschen was auf Vorrat haben. Federn gehören, ich habe keine Ahnung, wo rein. Wo haben wir die reingemacht? Hiermit, gut. Hauptsache irgendwo drin. Nicht, lass mich doch mal. Nein, die Kiste daneben, danke. Komm, nee, die brauchen wir noch, Quatsch. Das aber nicht, so. Ja. Das könnte also noch ein bisschen dauern. Lieber ein bisschen zu viel als wenig. So. Dann gehen wir mal schlafen und gucken, was am nächsten Tag bei rauskommt, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen was hinzustellen jetzt. Halbe Stunde, ich würde sagen, dafür, dass ich mal ursprünglich 20 Minuten Folgen machen wollte, ne? Ist das ja jetzt so schlecht nicht. Ja, mehr Sofas als alles andere hier. Sehr schön. Die Frage ist dann, wohin genau kann ich das jetzt hier dekorieren? Gibt es hier Erntehelfer? Wow. Kann's kaum erwarten. Dunkler Kaffeetisch. Aha. Kann ich Arbeiter einstellen oder gibt es so eine Zwerge wie bei Harvest Moon traditionell? Wir gehen schlafen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Xenoth.